So ungefähr wie jetzt gerade eben. So wie jetzt. Ne? Kollege fängt an zu schleichen und ich komme hier mit 80 angeschossen. Kollege wird schneller hinten. Lass mich ganz schnell über. Komm, auf! Was der Kollege überholen kann. Hopp, komm rüber, Pfeife. GV. Hopp, komm rüber. Meine Fresse, ne, ey. Bin ich ohne Blinker raus. Ist egal. Ist doch so keiner hinter mir. Für Motorsport meine ich. Da bist du gebeutelt hier. Den Kollegen möchte ich sehen, der hier ein LKW mit 30 km hinterher fährt, wenn er leicht ist. Den möchte ich gern sehen. Das macht kein Kollege. Es sei denn, es ist ein Schisser und hat Angst. Ich trau mich nicht zu überholen. Könnten vielleicht die Bullen da stehen? Und? Was sind das denn nicht die Bullen? Geht mir am Arsch vorbei. Moin moin, Herr Waldschrat. Na? Was los? Ja, das ist aber so. Blau-Wind-Pfeilchen. Blaumeister. Blaumann. Blaumann, das haben wir in der Werkstatt immer gesagt, wenn wir uns den Blaumann angezogen haben. Also sprich, ja, unsere Latzhosen. Den Werkstattanzug. Eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Haben wir einen Blaumann für die Werkstatt bekommen? Ja, wir mussten auch in die Werkstatt. Wir mussten ja auch die Werkstatt kennenlernen. Guck, schau, das ist ein Wesen. Damit kehrt man. Ja. What the fuck? Was soll ich mit dem Wesen? Ich bin Berufskraftfahrer. Ich nehme nur ein Lenkrad in die Hand. Oh je. Welche steht in der Aus-, in der Auffahrt, in der Einfahrt? Kein Licht an. Den sieht man aber. Der hat Kattenaugen. Den muss man doch sehen als Kollege. Der kann man da mit 80, 90 hinten drauf donnern. Das gibt's doch gar nicht. Das passiert aber. Ja. LKW fährt den Rasthof rein, übersieht einen Kollegen. Aber so blind kann man doch eigentlich gar nicht auf der Pupille sein. Dass man Kollegen übersieht und einen Auflieger, das Ding ist riesengroß. Naja. Egal, wurscht, was soll's. Werde ich nie begreifen. Ehrlich, werde ich nie begreifen, wie man LKW übersehen kann. Das Ding ist riesengroß. Das kann man nicht übersehen. Es sei denn, man hat was geraucht oder ist blind auf der Pupille. Grauer Star und so. Oder ist ein Arschlapp. Aber selbst die Bullen sind strunzdämlich. Da fahren sie auf dem, wo war das? Auf dem unbefestigten Weg und sinken mit den Vorderrädern ein. So blöd muss man mal sein. Wenn man da nicht fahren kann, mit dem Auto, mit Frontantrieb, VW, dann bleibe ich da auf der Straße. Da fahre ich dann nicht in ein Feld dann ein. Wie strunzdämlich kann man eigentlich sein, mit dem Auto auf dem Feldweg oder auf irgendeinen Acker zu fahren ohne Allrad. Also ja, aber die dann Freunde und Helfer,
erschießen, helft dir selber. Am besten nicht erschlagen, erschießen, gleich alle tot machen. Ist doch wahr, ey. Solche Leute werden von meinen Steuergeldern, von unseren Steuergeldern bezahlt. Solche Leute, die liegen dem Staat auf der Tasche. Die würde ich achkantig rausschmeißen. Sowas wie sie ist untragbar als Beamter. Gehen sie im Büro, schlafen sie weiter. Am besten schlafen sie einen Rausch aus oder was auch immer sie da mit sich schleppen. Dann eine Krankheit, was sie haben. Bleiben sie fern von anderen Kollegen, sie könnten die noch anstecken. Pest, Cholera, irgendwas in der Richtung. Das muss doch nicht mehr ganz. Also, das ist nicht möglich, sowas. Nee. Solche Leute habe ich gefressen. Wollen mir dann was von Ladungssicherung erzählen? Man lernt halt immer was dazu. Die Dummheit der Menschheit kennt keine Grenzen. Eine Gitterbox mit 8 Gottes sicher. Das möchte ich gern sehen. Bitte steigen Sie nach oben. Warum? Zeigen Sie mir, wie Sie 8 Spanngurte an die Gitterbox bringen wollen. Zeigen Sie es mir. Sie haben damit angefangen? Zeigen Sie es mir. Nehmen Sie 3 Spanngurte, ist mir recht. Zeigen Sie es mir. Große Fresse, nichts dahinter. Zeigen Sie es mir. Zeigen Sie es mir. Na komm, auf, zack, zack. Ja, ich kann mich auch nicht als Berufskraftfahrer hinstellen. Ja, ich mache das morgen. Die Ladungssicherung. Oder ich habe Lust, ich mache das morgen. Oder wenn ich halt gerade Lust und Laune dazu habe. Ich fahre jetzt weiter. Die Ware bleibt ungesichert. Ich mache das, wenn ich Lust und Laune dazu habe. Ich kann mich auch nicht hinstellen und sagen, ich mach das morgen. Wenn ich 400 Kilometer vor mir habe und es geht rauf und runter, ich kann auch nicht hergehen und sagen, boah, das interessiert mich heute nicht, das mache ich morgen. Morgen entlade ich und dann brauche ich es eh nicht mehr. Ihr Vogel. Meine Fresse, nee. Solche Leute werden von unseren Steuergeldern bezahlt. Das muss man sich mal antun. Da kriegt man Heulkrampf. Ein ausgeschmissenes Geld. Genauso gut kannst du die Tür aufmachen oder das Fenster aufmachen und das Zeug hinausschaufeln. Das Geld. Du kannst auch einen Kamin damit heizen. Die Heizkosten in diesem Winter sind wieder mal gigantisch. Aber Hauptsache unsere Politiker können zum Bumsen von unseren Steuergeldern umbüßen. Ja, ja. Oder in Luft zum Saufen und zum Vögeln. Das können sie, das bringen sie fertig. Werden sich die Grünen über kleine Kinder ficken. Die Grünen, die kleinen Kinder fickern. Die Grünen. Kinderficker-Skandal. Bei den Grünen. Da habe ich auch noch irgendwas. Dass jetzt sogar die Grünen kleine Kinder ficken. Nicht nur die Pfarrer. Nein, jetzt sollen auch noch die Pfarrer kleine Kinder ficken. Nein, die Grünen. Die Pfarrer, das wissen wir ja, dass sie kleine Kinder ficken. Und dass die Kinder dran schuld sind. Ne? Weil sie die Pfaffen erregen. Wie auch immer. Sie das machen mit ihren Pampers oder ihren Latzhosen oder ihrem Strampelanzug. Ich weiß es nicht. Oder ist der Ministrantenanzug vielleicht zu eng geschnitten? Sieht man da vielleicht die Arschbacken durch? Ist das Ding durchsichtig? Oder haben die vielleicht irgendwelche speziellen Sachen an? Die in der Pfaffe vorher angezogen hat. Ich weiß es nicht, erklärt es mir. Lass mich nicht dumm sterben. So ist es bei den Grünen auch. Die fahren hier mit dem fetten Benz, mit dem S-Benz durch die Gegend und regen sich dann drüber auf. Ne? Umweltverschmutzung. Und die Leute sollen kleine Autos fahren, sich aber mit dem fetten Benz durch die Gegend chauffieren lassen. Das habe ich gern. Wo sind die Grünen hin, die früher noch mit dem Fahrrad gefahren sind? Die findest du heute nicht mehr. Die kommen alle hier mit dem fetten Schlitten an.
Meinst du, weil so ein Politiker setzt sich auf ein Fahrrad und strampelt? Habt ihr einen Arsch offen? Das könnt ihr doch dem Grünen hier nicht antun. Also bitte. Der braucht sowas. Das ist ein fetten Arsch, den er ständig zu McDonald's trägt. Auch in seinem Benz durch die Gegend karren. Ja, genau. Weil er nicht mehr bewegen kann, weil er so fett und breit ist. Die Grünen eben. Die Politiker allgemein sind ja alle so fett und... Na gut, die Merkel, die ist schon so geboren worden. Da braucht man nicht zum McDonald's rennen. Die sieht auch schon so aus wie 3 Tage Regenwetter. Da regen sich sogar die Italiener drüber auf. Die Merkel, oh Gott, die Merkel, meine Fresse, meine Güte, nein, die Merkel, die schaut aus. Und die macht Politik? Was ganz Neues. Das, was sie macht, denn die Politik? Alles klar, hast du recht. Ich nenne das das Land runterwirtschaften. Oh, er ist abgebrochen. Ich hab's nicht vermerkt. Spätestens in der Baustelle hätte ich gemerkt, dass er nichts mehr neben mir ist. Die jetzt kommt. Spätestens dann. Merkel regiert dieses Land nochmal in Grund und Boden. Irgendwann können wir den Amis die Hände reichen. Wir sind jetzt genauso beleidigt wie ihr Arschlöcher. Ja, aber die Amis sind ja nicht pleite, sagen sie jedenfalls. Nö, nee, wir sind nicht pleite. Aber irgendwann zahlt das. Dann hilft euch keiner mehr. Wird langsam mal Zeit zum Umdenken, oder nicht? Apropos, ich könnte mal wieder einen Cut machen.